Einer der Hauptgründe, warum wir Haarausfall haben, ist genetisch bedingt. Das bedeutet, wenn Sie Ihrer Genetik Haarausfall haben, werden Sie mit Sicherheit auch einen Haarausfall haben. Außerdem gibt es einige Krankheiten, die ebenfalls zu Haarausfall führen. Stress ist ebenfalls ein Faktor für Haarausfall. Und dann gibt es eine wichtige Krankheit, die zu Haarausfall bei Frauen führen kann. Hier handelt es sich um die sogenannte polyzystische Ovarie. Dabei werden in den Ovarien manche Hormone freigesetzt und das kann dazu führen, dass man Haarausfall wie bei Männern sehen kann. Die Genetik ist ein klassischer Grund, aber darüber hinaus sind die Hormone also ebenfalls sehr wichtig. Wenn die Testosteronwerte, also männliche Hormone, hoch sind, können sie ebenfalls zu Haarausfällen führen, was bei Frauen öfters als im Gegensatz zu Männern zu sehen ist. Bei den Männern liegt der Hauptgrund für Haarausfall in der Genetik. Allerdings müssen Sie es so sehen. Stellen Sie sich drei Brüder vor. Alle drei haben dieselben genetischen Merkmale. Der eine verliert die Haare in den 20ern, der andere in den 30ern und der letztere in den 40ern Jahren. Der Grund, warum diese Altersunterschiede entstehen, liegt im Stress. Der in den 20er Jahren ist mehr im Stress und verliert deswegen früher die Haare. Der Stressfaktor ist hier sehr wichtig. Wenn Sie anfangen, Haare zu verlieren, geraten Sie in Stress und das führt dann automatisch dazu, dass Sie mehr und schneller im Gegensatz zu Ihrem Bruder Haare verlieren. Der könnte in den 40ern sein und würde dennoch weniger Haare verlieren können als Sie.